Hallo, wie geht's denn so? Ledig Fieres war ein Offizier der Allianz für Wiederherstellung der Republik und hatte den Rang eines Colonels erreicht. Im Jahr 3 NSY hatte die Allianz zur Wiederherstellung der Republik einen Stützpunkt auf der eisigen Welt Hoff errichtet, die Echo-Basis. Dort war Fieres als Kommandant des militärischen Außenpersonals eingesetzt. Obwohl Fieres Männer unterlegen waren, gelang es ihnen dennoch, die Imperialen lange genug aufzuhalten, sodass der Großteil des Basispersonals evakuiert werden konnte. Auch später, als der Grabenkampf schon verloren war, sicherte Fieres seinen Männern den Rückzug. Er schaffte es noch in die Bright Hope, den letzten Frachter, der Hoff verließ, zu entkommen. Diese Party ist vorbei. Falls ihr noch weitere Videovorschläge habt, schreibt es dann in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, abonniert und aktiviert die Glocke. Und denkt immer daran, die Macht wird mit euch sein. Immer.